Hallo liebe Schüler, heute rechnen wir zu den Strahlensätzen Anwendungsaufgaben mit der V-Figur. Erste Aufgabe lautet: Ein Baum wirft im ebenen Gelände einen Schatten von 9 Meter Länge. Hans mit 1,76 Meter stellt sich so auf, dass seine Schattengrenze mit der des Baumes übereinstimmt. Er ist dann 8,5 Meter vom Baum entfernt. Wie hoch ist der Baum? Erster Schritt, am besten immer eine Skizze. Schaut wie folgt aus: Das ist der Baum. Hans ist 1,76 Meter groß. Er ist vom Baum 8,5 Meter entfernt. Und der Schatten vom Hans und der Schatten vom Baum treffen sich in einem gemeinsamen Punkt. Dieser Punkt ist vom Baum 9 Meter entfernt. Jetzt brauchen wir einen gemeinsamen Punkt. Das gemeinsame Zentrum ist hier. Jetzt die Frage, was ist gesucht? Der Baum ist gesucht. Der Baum ist das lange Parallelenstück H. Langes Parallelenstück. Kurzes Parallelenstück und hier sind die geraden Stücke. Das sollte man sich vorher bewusst sein. So langes Parallelenstück durch kurzes Parallelenstück ist wie lang durch kurz. Also langes Parallelenstück ist H. Kurzes Parallelenstück ist der Hans, 1,76 Meter. Langes geraden Stück ist von dem gemeinsamen Punkt aus ganz wichtig bis zum langen Parallelenstück, also 9 Meter. Und jetzt ganz wichtig, das kurze geraden Stück ist vom gemeinsamen Punkt bis zum kurzen parallelen Stück. Dieser Abschnitt ist nur 0,5 Meter, weil das Ganze ja 9 Meter sind. Und 8,5 Meter bleiben noch übrig. So, wir wollen, dass H alleine ist. Auf beiden Seiten mal 1,76 Meter. Links bleibt H übrig. Rechts, das gebe ich im Taschenrechner ein. Und die Lösung, H, die Höhe des Baumes, ist 31,68 Meter. Zweite Aufgabe. Vor deinem Zimmerfenster steht eine Laterne und dahinter ein Kirchturm. Von dem Fenster kann man über die Laternenspitze die Turmspitze anpeilen. Berechne die Höhe der Turmspitze. Hier ist eine Skizze und folgende Längen sind gegeben. Die Höhe vom Boden des Hauses bis zur Augenhöhe sind 7 Meter, also vom Boden bis zur Augenhöhe 7 Meter. Die Laternenhöhe sind 10 Meter. Die Entfernung der Laterne zur Hauswand beträgt 15 Meter, also von hier bis zur Hauswand 15 Meter. Und die Entfernung des Kirchturms zur Hauswand sind 60 Meter, vom Kirchturm bis zur Hauswand 60 Meter. Jetzt haben wir folgendes Problem. Beide geraden Stücke treffen sich noch nicht in einem gemeinsamen Punkt. Jetzt können wir folgenden Trick anwenden. Dieses geraden Stück schieben wir nach oben. Jetzt haben wir nämlich hier einen gemeinsamen Punkt, unser Zentrum. Und jetzt geht's wie folgt wieder. Was ist gesucht? Gesucht ist das lange Parallelenstück x. Kirchturm ist das lange Parallelenstück. Das ist das kurze Parallelenstück. Und wir rechnen wieder lang durch kurz ist wie lang durch kurz. Langes Parallelenstück, jetzt aufpassen, ist nämlich, das wäre das komplette. Jetzt gehen wir aber 7 Meter weiter nach oben, also minus 7 Meter. Deswegen x minus 7 Meter. Kurzes Parallelenstück. Das wären komplett 10 Meter, aber wir haben ja nur das obere Stück. Wir sind 7 Meter nach oben, also dieses Stück ist nur 3 Meter lang. Langes geraden Stück vom gemeinsamen Punkt aus bis zum Kirchturm sind 60 Meter und kurzes geraden Stück vom gemeinsamen Punkt bis zum kurzen Parallelenstück, das hier sind 15 Meter. So, jetzt wollen wir, dass x irgendwann alleine steht, bringen wir die 3 Meter auf die andere Seite. Also auf beiden Seiten mal 3 Meter. Jetzt bleibt das links stehen, rechts in Taschenrechner eingeben oder berechnen. Wir erhalten x minus 7 Meter ist gleich 12 Meter. Die minus 7 Meter auf die andere Seite bringen, also auf beiden Seiten plus 7 Meter. Und Endergebnis x ist gleich 19 Meter. Die Kirchturmspitze ist also 19 Meter hoch. Hat euch das Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr es an Freunde und Klassenkameraden weiterschicken würdet. Bis bald!